Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es diese Hershey-Schokolade bei mir im Test. Ihr seht schon, ich habe die Red, White and Blue besorgt. Die werden wir jetzt gleich probieren. Ja, das ist eine weiße Schokolade mit roten und blauen Kakaokeksstückchen. Sieht man hier unten. Ja, bin ich gespannt. Ich kenne sie wie immer noch nicht. Wir haben eine 43 Gramm Packung. 1,99 Euro habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich sie bei World of Sweets, wenn ihr sie mal nachkaufen möchtet. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gilt wie immer auf, was ist das? Auf damit und raus damit. Mega. Ja, sie ist leider schon zerbrochen, wie man sieht. Aber das ist ja schon mal Knaller, oder? Nice. Alles klar, ich lege sie wie immer ein wenig anders hin und dann probieren wir. So, der Testteller ist vorbereitet. Wir werden jetzt unsere Schokolade mal probieren. Und ihr habt ja selber schon gesehen, wie krass die hier gefüllt ist. Also das ist ja wirklich schon mal total klasse. Sowas mag ich. Alles klar, dann probiere ich jetzt mal. Also großmäßig schon schön nach weißer Schokolade. Ich beiß rein. Mhm. Ja, als erstes schmeckt man natürlich ganz klar die leckere weiße Schokolade hier raus. Ja, und dann hat man sofort beim ersten Bissen, kriegt diese Kakao-Keksstückchen dabei. Die sind auf jeden Fall schön crunchig, genauso wie man sich Kekse vorstellt. Und sie haben einen richtig schönen Biss, so als Kontrast zu dieser weißen Schokolade, sage ich jetzt einfach mal. Aber geschmacklich würde ich sagen, unterscheiden sich diese ja, Kakao-Keksstückchen jetzt nicht. Die haben halt alle nur eine andere Farbe, sind auch nicht irgendwie zu süß oder so. Ja, schmeckt richtig lecker. Noch viel besser wie erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht, finde ich. Auch optisch sieht es auf jeden Fall gut aus. Ihr habt ja gesehen, wie schön die von unten gefüllt sind. Ich zeige es nochmal. Also wirklich absolut lecker und genial, kann ich dazu nur sagen. Super gute Hershey-Schokolade, nur leider sehr wenig drin. 40 Gramm, ja, mehr hätte ich mich jetzt über 100 Gramm oder so gefreut. Naja, aber trotzdem, eine sehr gelungene Sorte, definitiv. Dann zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Da gibt es schon meine Bewertung. Ja, normalerweise wäre es der Dreifach-Daumen nach oben gewesen, aber einen ziehe ich jetzt ab aufgrund des hohen Preises. 1,99 Euro für 40 Gramm finde ich dann doch ein wenig zu teuer. Trotzdem geschmacklich absolut lecker und top. Müsst ihr unbedingt mal nachkaufen und selber probieren, wenn ihr bereit seid, so viel Geld dafür auszugeben. Also geschmacklich lohnt sich es auf jeden Fall, nur wie gesagt, mir ist es definitiv zu wenig. Ich weiß, es ist ein Importartikel und deswegen so teuer, aber trotzdem. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, ist natürlich kostenfrei. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon den nächsten Test bei mir. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.